ist Ranja und willkommen zu einer neuen Folge Roblox Brookhaven Geburt bis zum Tode. Diesmal als Vampir, wenn ihr die Videos noch nicht kennt. Ich habe schon mal zwei in die Richtung gemacht. Die verlinke ich euch hier oben beim i. Einmal normale Geburt bis zum Tode und einmal als Prinzessin. Wenn ihr neu hier seid und meinen Kanal noch nicht abonniert habt, dann tut das gerne. Dann verpasst ihr keine neuen Videos. Und dann fangen wir an. Let's go! Und die dunkle Kreatur der Nacht erhebe sich! Erwache! Und trink deine Cola! Yummy! Ich will keine Cola trinken. Du musst eine Cola trinken, sonst wirst du nicht zu einem echten Vampir. Ist das das Ritual? Geh Cola, nimm die Cola. Dankeschön. Ja, das ist das Ritual. Jetzt bist du ein richtiges Vampirkind. Weil Juhu! Du hast gerade dein erstes Blut getrunken! Das war gar keine Cola? Getan. Nein! Willkommen in der Vampirwelt! Hallo, wie geht es dir? Du mir bist neu. Gut. Ich das bin hier neu. Ist mein Sarg. Ich habe keinen richtigen Sarg. Ich lebe hier unter der Treppe, wie du das sehen kannst. Hier ist schön dunkel. Ja, ja, das ist mein Sarg. Ist aber du kannst hier Sarg? Den kleinen Sarg. Guck mal, da ist ein Mensch. Den müssen wir töten. Das zeige ich dir nachher, okay? Du brauchst nämlich immer richtig viel Blut. Okay. Eine Polizistin, da können wir jetzt nichts machen. Okay, bei den Polizisten aufpassen, ansonsten Menschen Blut aussaugen. Menschen aussaugen, ganz genau. So läuft es nämlich. Alles klar, hier ist unser Kühlschrank. Normalerweise ist der gefüllt mit Blut. Heute haben wir leider nicht so viel übrig. Müssen wir nachher was holen. Ja. Möchtest du dein Zimmer sehen? Ja, gerne. Mit hoch, bitteschön. Ach, Entschuldigung, das ist mein Zimmer. Oh. Ins Falsche gegangen. Das hier ist dein Zimmer. Bitteschön. Aber hier ist ja gar kein Sarg. Naja, aber du schläfst ja unten in dem Sarg. Ach so. Du kannst auch hier schlafen, wenn du willst. Dann kauf dir halt einen eigenen Sarg. Oh, ich bin noch ein Baby. Ich kann mir keinen eigenen Sarg kaufen. Das stimmt eigentlich. Ich habe doch gar kein Geld. Ja, dann gehen wir dir nachher einen Sarg kaufen. Was steht die Polizistin hier? Wir haben hier nichts verbrochen. Wir sehen nur aus wie Vampire, aber wir sind nett. Gehen Sie weg. Hier ist es gleich 8. Ich darf jetzt in den Kindergarten und was lernen. Ich bin so aufgeregt. Okay, die anderen Kinder müssten eigentlich alle weg sein. Oh, da ist die Polizistin. Hier. Oha, willkommen hier im Kindergarten. Vampir-Kindergarten. Hallo, wie geht es dir? Oh, ich bin so aufgeregt. Das ist mein erster Tag. Ich weiß gar nicht, was ich erwarten soll. Das ist dein erster Tag, oder? Ja, nice. Alles klar, dann kommen wir mit. Dann zeig ich dir hier alles. Irgendwie haben wir hier so eine Polizistin, die uns die ganze... Ah, jetzt ist sie ein normaler Vampir geworden. Alles cool. Ja, dann kommen wir mit. Also, das ist der Kindergarten. Willkommen. Okay. Hat deine Mama dir deine Blutflaschen mitgegeben oder brauchst du welche? Ich habe eine Cola-Dose, also eine Cola-Dose. Ja, ja, eine Cola-Dose, Zwinker-Zwinky. Zwinker-Zwinky, Alter. Ist immer ganz gut, wenn man da nicht durchgucken kann und die Leute wundern sich nicht. Auch ja, wenn sie Blut hat, so aus wie Cola. Es schmeckt nur viel besser. Ach. Na gut, du brauchst mindestens, ich hoffe, das ist dir bewusst, du brauchst mindestens deine 5 Portionen Blut am Tag. Ja, 5 Portionen Blut am Tag? 5 Portionen, ja. 2 Portionen 0, eine Portion A, eine Portion B und am besten als absolute Delikatesse AB. Und wenn es noch besser sein soll, negativ. AB negativ. AB negativ. Blut. Das ist das seltenste Blut von allen, ja. Okay, aber wo kriege ich lecker. Das her? Von manchen Leuten. Ach, von manchen Leuten. Ah. Die ist jetzt auch ein Vampir geworden. Vielleicht aber ist das sie ist ja wild, dass sie... Oh, ja, vielleicht wird sie gebissen. Ich wusste gar nicht, dass die Polizisten in der Stadt hier auch... Aber das ist gut für uns. Weil wenn die Polizistin nicht da ist, dann können wir Leute beißen. Ah, das ist wahr. Wir sollten noch mehr Leute infizieren. Absolut. Ja, ich habe sie, glaube ich, gebissen. Sie wird zum Vampir. Aber wollen wir sie infizieren oder wollen wir sie aussaugen? Weil ist das ein Unterschied? Wir wollen natürlich beides machen, aber ich muss eigentlich hier arbeiten im Kindergarten. Brauchst du Betreuung oder wollen wir Leute aussaugen gehen? Oh mein Gott, ich hatte schon echt Hunger und ich habe immer nur dieses blöde Konservenblut. Das ja, ich ebenfalls. Gar nicht Na gut, dann gehen wir jetzt Leute aussaugen. Juhu! Oh mein Gott, mein 13. Geburtstag, es ist endlich Happy soweit. Happy Birthday, soweit. Liebe Ronja! Willkommen! Hallo! Okay, bist du bereit, Ronja? Ich bin so aufgeregt. Deinen eigenen Umhang zu bekommen. Ja. So einen tollen Umhang, wie ich habe. Oh ja? Mein Gott, ja. Okay, komm her, ich lege ihn dir an. Und okay. Oh, wow. Ich habe meinen eigenen Umhang. Das bedeutet, ich bin jetzt endlich ein richtiger Vampir. Steht dir richtig gut. Gute Sonderanfertigung haben wir gemacht. Ah, danke schön. Ja, willkommen in der Welt der erwachsenen Vampire. Von jetzt an darfst du dein eigenes Blut saugen. Ohne Aufsicht? Ich darf rausgehen? Ohne Aufsicht, ja. Oh mein Gott, das ist so aufregend. Oh, ich gehe direkt raus. Ich suche mir direkt meinen ersten. Oh. Oh, so ein Dreckswetter heute schon wieder. Total. Aber wenigstens scheint keine Sonne. Oh ja, das ist, ist auch schon mitten in der Nacht. Denkst du, die Clubs haben noch offen? Ich glaube schon, ja. Ist doch perfekte Zeit. 5 Uhr morgens, da geht man doch normalerweise immer an. Oh, vor allem gehen die Leute jetzt vielleicht nach Hause und sind müde und unaufmerksam. Stimmt. Oh. Wunderbar. Hier ist der
Club, guck mal. Eigentlich wurde verboten von der Stadt, dass wir so viele Leute aussaugen, aber ich meine... Ich kann einfach nicht anders. Ich kann nicht anders. Sind die Leute noch im Club? Hier ist schon leer. Nein, alle sind nach Hause gegangen. Oh mein Gott, wahrscheinlich wegen dem blöden Wetter. Stimmt. Niemand ist auf den Straßen, es ist alles leer und ja, ich verdurste gleich. Ich auch. Nur noch ein kleines Schluck Blut. Wo sollen wir denn jemanden finden? Vielleicht gibt es in irgendeinem Laden. Vielleicht aber bald geht doch die Schule los. Wir könnten zur Schule gehen. Oh, das ist eine gute Idee. Die Schule, das ist... Oh. Meinst du, die Leute gehen pünktlich in die Schule? Ich meine, das ist ja eine halbe Überflutung hier. Meine Füße sind im Wasser. Ich weiß nicht, ob die Busse überhaupt fahren bei dem Wetter. Ja, wahrscheinlich nicht, oder? Egal, vielleicht ist es unsere beste Chance. Wir brauchen auf jeden Fall irgendwen. Hallo? So, ich habe auch keine Dose mehr mit. Irgendjemand in der Schule? Durchsage! Alle Schüler bitte in die Cafeteria! Wir wollen essen! Ich meine, es gibt Essen! Oh, das war clever. Okay. Niemand da. Und keiner kommt. Keiner kommt? Warum kommt keiner? Ist den Leuten Bildung egal? Ja? 6 Uhr, die Leute könnten langsam mal kommen. Vielleicht. Das kann doch nicht sein. Es hat aufgehört. Oh nee, jetzt nee, wieder. Nee, das habe ich auch gerade gedacht, als ich hinter dem Vorsprung noch war. Easy, wie sollen wir denn sowas zu essen finden? Bist du schon aufgeregt, Easy? Ja, sehr. Endlich ist es soweit. 25. Oh, das wird so wunderbar. Yeah, 25! Oh mein Gott, stell dir mal vor, du wirst für immer so aussehen. Das ist wie du aussehen wirst, dein Leben lang. Keine Falte, nichts. Wie, ja, heute ist der Menschen. Große Tag. Oh, stell dir vor, du wärst ein Mensch. Oh, wie unangenehm. Vampir zu sein ist viel besser. Wir werden nie wieder altern. 25 bleiben wir jetzt für den Rest unseres Lebens, oder? Das ist richtig, ja. Und das Beste ist, jetzt... Oh mein Gott, ja, okay, es regnet noch. Zum Glück. Dann können wir jetzt trotzdem, obwohl es Tag ist, rüberlaufen zum See. Unsere Tageslichtketten... Oh nein, die Sonne kommt raus. Warte, ich brauche meinen Schirm. Beeilung! Ich brauche meinen Schirm, sonst verbrenne ich hier. Ah! Lake Madison. Weißt du, wie das hier stattfindet? Ich glaube, wir müssen untertauchen, oder? Ich glaube auch, wir müssen reintauchen. Irgendwo müssen die Ketten sein, weil hier ist niemand, der uns die verkaufen würde. Mhm. Okay, dann ab ins Wasser, schätze ich mal. Bist du sicher als Vampire? Okay. Ich habe meinen Schirm dabei. Warte. Und... Oh. Okay. Ich glaube, ich habe sie. Hast du deine Kette? Ja! Ja? Hast du eine gefunden? Ja, schau mal. Oh, cool. Okay, ich mache den Schirm ab. Ich kann im Licht rumlaufen! Yeah, wir verbrennen dich. Oh, Ronja, endlich sind wir erwachsene Vampire. Wir haben es geschafft. Es ist endlich soweit. Ich fühle mich so gut. Ich wäre bereit, ein Baby-Vampir zu adoptieren. Oh, wärst du das? Ja, ich glaube schon. Okay. Oh mein Gott. Bleib doch stehen, habe ich gesagt. Ich krieg dich. Ich kann sicher nicht stehen bleiben. Du dummer Vampir, ich mach dich fertig. Woher weißt du überhaupt, dass ich ein Vampir bin? Na, wahrscheinlich wegen dem Outfit das und der Haut. Doch sofort, weil du so bleich bist im Gesicht. Hilfe, nicht der Vampirjäger. Meine Waffe, wo ist meine Waffe? Oh Gott. Oh mein Gott, no. Ja, da ist sie. Ich muss nach Hause, komm. Ah! Oh mein Gott, die schießt auf mich. Komm schon. Okay, zum Glück kann ich... Stirb doch. Bitte mach hier auf. Oh, geh zu. Nein. Ja, ich komm rein. Nein. Ja, ich bin drin. Oh mein Gott, ich muss irgendwie entkommen. Hilfe, nein. Zack. Stopp, Vampir, das sind Holzkugeln! Oh mein Gott, sie weiß. Oh mein Gott, mach die Tür zu! Wieso treffe ich denn nicht? Okay. Oh, ich krieg schon einen Weg da rein. Oh mein Gott, das war viel zu knapp. Ich muss am besten mal die Easy anrufen. Easy, geh ran! Hallo? Easy! Oh, was ist? Es ist ein Vampirjäger in der Stadt, der hat mich gerade fast erwischt, wir müssen hier weg. Wir müssen was, umziehen. Vampirjäger? Ja, ich weiß. Oh, nein, wir haben nein, 50 nein. Jahre friedlich hier gelebt und es war nie was, aber jetzt ist da jemand da und er hat mich fast erwischt und er hat Holzkugeln in seiner Waffe. Ich bin schon weg. Tschüss, Ronja. Okay. So, meine Kleine, wir müssen hier unauffällig ins Krankenhaus rein und wieder raus, okay? Wir haben keine Blutreserven mehr zu Hause. Wir brechen ein und klauen Blut. Okay, guck, dass du AB findest, ja? AB negativ. AB negativ? AB negativ. Oh, ja, das klingt lecker. Ja, das ist auch lecker. Aber das ist super schwer zu finden. Und wenn ich jemanden finde, der AB negativ hat? Dann kannst du den gerne aussaugen. Ah, ich will ihn aussaugen. Okay, hier. Du guck rechts beim Röntgen. Ich guck hier links. Ich weiß gar nicht, wo. Oh ja. Beim Röntgen. OP. OP-Saal, da wird das Blut sein. Jackpot. Hier ist welches. Oh, du hast Blut gefunden. Ich will auch. Ich habe Blut gefunden. Warum hast du eine Liege? Ich
Ja, wunderbar. Ich habe gedacht, dass wir Buch. Hier in den. In wo den, ist es? Hier in der Wand. Nein! Oh, hey! Okay, wir wollen nicht, dass die Vampirjäger wieder wissen, dass wir hier sind. Es sind 50 Jahre vergangen. Na, da warst du wahrscheinlich noch nicht geboren, aber wir hatten mal eine Zeit in der Stadt, da wurden wir gejagt. Aber jetzt konnten wir endlich wieder nach Brookhaven zurückziehen. Okay, oh. Jetzt schnell raus hier, okay? Bevor uns irgendjemand okay, mit. Okay. Ich hab was ja. eingesteckt. Das ist eingesteckt? Ja, ja, hier. Sehr gut. Das, hier geht's raus. Hier geht's raus? Hier geht's raus. Oh, ist das lecker. Komm, wir müssen uns beeilen. Hier geht's raus. Alles klar. Ich habe auch noch eins für dich. Oh, nice. Dankeschön. Bitteschön. Da ist das Blut drin. Ich hab's gelagert. Mm. Okay, das ist Mission erfolgreich. Okay, du bist sicher, dass du das mit mir machen möchtest? Ja, es reicht mir. Ich habe genug. Okay, nee. Es gibt einfach kein Blut mehr. Es gibt kein Blut mehr. Die Stadt ist menschenleer. Irgendwie haben sich Sachen rumgesprochen. Ich bin mittlerweile 200 Jahre alt. Ich glaube, ich will nicht versteinern. Nein, niemand will versteinern. Das ist ein grausamer Tod. Wenn wir kein Blut mehr trinken, werden wir versteinern. Deswegen müssen wir es jetzt so machen. Okay, also dann. Gut. Es ist Mitternacht, beziehungsweise es ist nach Mitternacht. Ja. Dann legen wir die Ketten ab und dann geht's ab in den See. Und dann werden wir zu Menschen und. Ja! Dann können wir sterben. Ja, okay. Oder uns normal ernähren von Obst und Gemüse. Nee, also vielleicht kannst du das, aber für mich ist es zu spät. Ich bin 200 Jahre alt, kein Mensch wird so alt. Für mich ist es okay. Vorbei. Ich freue mich darauf, Menschenessen zu essen. Bis dann. Okay. Und? Oh mein Gott. Oh, fühlt sich das... Was? Hey, nee, komm raus. Du musst richtig schwimmen, du bist jetzt ein Mensch. Du kannst... Ich ertrinke unter Wasser. Oh, fühlt sich das merkwürdig an. Oh mein Gott. Oh, warte, wir sind Menschen, oder? Wir sind Menschen. Oh. Yeah, wir sind Menschen. Oh, warum tut meine Hüfte so weh? Ah, oh mein... Oh nein, du alterst nach. Alles ist so anstrengend. Du alterst nach. Oh, ich bin richtig müde. Oh nein, ich altere auch nach. Oh. Oh, meine Haare sind auch ganz weiß geworden. Ich bin so schwach. Oh. Ich glaube, ich mach's nicht mehr lang. Oh nein. Oh. Okay, aber dann sterben wir immerhin gemeinsam. Ja. Ich glaube, für mich ist es auch vorbei. Oh, ich setz mich hin, ich kann nicht stehen. So, das war's mit dieser Folge von Geburt bis Tod, diesmal als Vampir. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir gerne einen Kommentar da und schreibt mir, was ihr gerne als nächstes sehen würdet. Und gebt dem Video einen Daumen hoch, dann weiß ich, dass euch das gefällt, das Format, und dass ich das nochmal machen soll. Ansonsten, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, dann abonniert sehr gerne diesen Kanal und schaut auch unbedingt bei der Easy vorbei und guckt da ihre Videos. Ja, dann, schaut bei Easy vorbei. Hast du deine Haare weggemacht? Mir abrasiert. Wo ist das Problem? Mach's gut, Sauron. Ja, ich gehe eine Runde baden, sonst werden die Haare nass.